Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute in meiner Werkstatt und ich bin schon wieder ganz aufgeregt. Ja, das ist ja alles für mich wie eine Abenteuerreise, ob ich das auch so hinkriege, wie ich mir das vorstelle. Und ja, ich hoffe, dass ich nicht an irgendeiner Stelle wieder kapitulieren muss, weil ich bin nun mal kein Konstrukteur. Ich beherrsche kein Konstruktionsprogramm, wo ich mir das vorher also als Zeichnung anfertigen kann, dann die Maße und die Winkel nur abnehmen, sondern ich muss jedes Teil einzeln einpassen. Und das habe ich jetzt hier auch gemacht bis jetzt. Also die Teile, die ich ja schon gezeigt habe, wie ich sie anfertige, sind jetzt hier rundherum eingepasst und mit einem kleinen Klecks mit der Heißluft, also nicht Heißluft, mit Heißkleber, das habe ich schon weggeräumt, ja, angeheftet, fixiert, sodass die jetzt erst einmal dran sind. Und jetzt geht's los, dass ich die Rähmchen fertig mache. Und dann löse ich die wieder raus und dann muss der Kippmechanismus hier unten rein, dass die also aufkippen können. Und zum Schluss hier in der Mitte der Mechanismus zum Öffnen und zum Schließen. Ja, ich brauche also auch zwischendurch immer mal so ein bisschen Motivation, habe ich schon genug, aber so einen Kick, dass ich mir das schon mal, wenn ich eine nächste Stufe erreicht habe, dass ich mir das mal zu Gemüte führe und das wirken lasse auf mich. Ja, also ich mache jetzt hier weiter mit den Teilen hier, mit den oben und unten. Und dann mit dem Kippmechanismus. Ihr werdet daran teilhaben, braucht ihr keine Angst zu haben. Im Anschluss jetzt mal will ich mal mit der Kamera noch aufnehmen. Ich werde hier mal so ein paar Stück Furnier schon reinlegen, welches ich dann noch anfertige mit den entsprechenden Motiven vom Nachthimmel. Aber das ist natürlich noch nicht fertig, aber das wirkt dann noch mal ein bisschen mehr. Gut, das zeige ich euch anschließend noch. Also heute nur mal so ein kurzer Zwischenbericht, weil jetzt geht die Tüftelei erst richtig los und jetzt werde ich ein bisschen eine Pause brauchen, bis ich wieder was zeigen kann. Also, freut euch drauf, ich mich auch sowieso und bis bald. So, ich versuche das jetzt mal aufzunehmen, indem ich hier auf die Treppenleiter steige. Anders kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, das zu machen. Nochmal mit geöffneten Schubkästen. Ja, das ist der momentane das momentane Baustadium, ist also noch viel zu machen und also auch noch zu schleifen und Oberflächen und Mechanismus zu bauen und so weiter und so fort. Aber nur mal so als Zwischenbericht.